Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dust and Elysian Tale. In der letzten Folge haben wir uns ja, einfach nochmal umgesehen am Schützenpass. Und ich würde sagen, heute gehen wir nochmal zum Dorf zurück und sehen uns da nochmal um. Da ist ja zum Beispiel noch eine Mission, die wir da haben. Bei der wir... Moment. Wo waren's? Da. Wir müssen mit Siani einmal sprechen. Genau. Ach ja, Bestiensbeere. Haben wir mittlerweile 8 davon? Nein, wir haben noch keine 8. Teuerung. 2 müsste ich vielleicht dann kaufen, aber ich will die nicht kaufen. Ich will sie lieber finden. Und ja. Ich habe noch einen Levelaufstieg, einen Levelaufstieg durchgeführt. Auf Level 9 habe das in mehr Lebensenergie investiert diesmal. Beim nächsten Mal allerdings investiere ich lieber in Verteidigung. Eben das, was wir brauchen werden. Da, habe ein bisschen in Gesundheit gesteckt. Beim nächsten Mal investiere ich in Verteidigung, denn da brauchen wir gerade unbedingt mehr. So, ja, es gibt einen Schatz hier, aber... So, wo ist Siani? Da ist er. Oh, my box. Where is my box? Do you... Ah nee, Quatsch, das ist Reed, das ist nicht Siani. Siani war jemand anderes. Siani war jemand ziemlich unfreundliches. Genau, hier ist die Truhe und wir haben keine Schlüssel. Supi! Müssen wir dann bei Gelegenheit uns einholen. Das war Mosca. Wo war Siani? Hier irgendwo, oder? Siani, genau. Siani, I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, have you seen him? Where has that foolish boy run off to? I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about. Du bist ein Volltrottel. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. Genau. Gut. In diesem Tal ist also. Alles klar. Hast du noch was zu sagen? You know, you really need to work out a little more. Get some muscle on those bones, mate. Oh, du wärst überrascht. So, dann gehen wir nur noch... Wir haben eine neue Region entdeckt. Please. Das Gespräch haben wir, glaube ich, schon geführt. Ich weiß es nicht, aber... Ich gehe jetzt zur Karte zurück und gehe zum Efeutal. Da schauen wir mal nach Corbin. Und hoffentlich geben uns die Monster hier ordentlich Kohle. Ah, zunächst einmal gibt es diese wieder mal. Na endlich, einer explodiert. Und auch nicht mehr in Gruppen. Sondern sie wollen jetzt lieber einzeln explodieren. Uah! Mach doch mal das Maul. Mist! Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe geschlafen. Okay. Da unten. Da wollen wir dran. Aber da kommen wir gerade noch nicht dran. Das ist ein Schlüssel, den wir nicht erreichen können. Manchmal treibt mich das zum Wahnsinn. So. Oh. Uff. Ja. Einmal durchfetzen. Sonst kein Problem, das ist. Genau. Alles kein Problem. Da ist Corbin. Hey, are you here to help me? Ja. Please tell me you're here to help me.
Ja, dafür bin ich hier. You're Corbin? You know your sister's been looking everywhere for you. I had to hide in here with all those monsters around. Well, they're all gone, so you should be safe now. Are you hurt? Do you need help getting back home? I'm okay, I think. I know how to get home by myself. Good. I come here lots, but there were never any monsters. You'd better go while it's clear out there. I still need to get Mr. Gianni's laundry. I dropped it down there, and I don't want to get in trouble. Na, kann ich's machen. No, Corbin, you go home. I'll take care of it. Genau. Oh, wow, thanks. Here, take this. You'll need it if you go down there. Okay. A white resonance gem. Ein Resonanzstein. That should come in handy. Thank you. Now go on. Hurry back to town. Genau. Danke, Corbin, für den Resonanzstein. Seriously? We're going after that jerk's laundry? We're going on a laundry quest? Na ja. I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on. We'll kill some monsters on the way. It'll be great. Ja, Monster schlachten. Das wird lustig. Aber schön, wir haben einen neuen Resonanzstein. Wir kriegen langsam die Sammlung voller. Und hier gibt's augenscheinlich neue Gegnerarten, die auch nicht ganz so leicht sind. Okay. Dann sehe ich mich mal allgemein hier um. Okay. Ha, da oben war was. Das habe ich gerade noch gesehen aus den Augenwinkeln. So, was haben wir hier Schönes? Well, here's where Corbin dropped the basket. Might as well return it for him. Do mine eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Yeah. Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Nothing, nothing. I'm just saying. Wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You are positively evil, Fidget. But... Nein. Boo! Boo, I say! You're no fun, Dust. No fun at all. In dem Fall sage ich einfach mal nein. Lassen wir das erstmal. Hier kommen wir nicht raus. Aber wir können nur so raus. Gibt's den Resonanzstein irgendwo? Oder Moment, ist es eine Wand, die wir mit diesen Dingern zerstören können? So. Obwohl ich schon gern gesehen hätte, was passiert wäre, hätten wir das gemacht. Reagiert die Mauer drauf? Ja. Geheimnisvolles Wandtun. So. Und da hat uns auch schon der Resonanzstein von Corbin genützt. Badum. Level Aufstieg. Ich gehe, wie ich schon sagte, auf Verteidigung. Denn die will ich erhöht sehen. Mein Angriff ist sowieso gerade ziemlich gut. Und mein Leben ist auch gerade, ich würde schon sagen, fast zu gut für den aktuellen Stand. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nur auf die Verteidigung. So, und jetzt messen wir hier ein bisschen was kaputt. Und sind wieder oben. Alles klar. Gut. Ganz ehrlich, beim nächsten Mal gucke ich mir an, was passiert, wenn man diese Pflanze da in den Korb tut. Beim nächsten Mal gucke ich mir das dann an. Das interessiert mich, ehrlich gesagt. Euch wahrscheinlich auch, aber... Fürs Erste will ich einfach nur normal weiterkommen. So, da ist dein Korb. Alright, Gianni, let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So,
Where is that Corbin brat? Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, you say? Is he all right? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yes, ist das Gianni, nicht egal? Take your laundry, but you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Genau. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help it. Good. You know what? I kinda hate this guy. And I would just love to maul his face off. Tu dir keinen Zwang an. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Das stimmt auch. Mission abgeschlossen, zum Trocknen aufhängen. So, dann zu den weiteren Aktiven. Was steckt in dieser Kiste? Genau, das ist mit Reed. Er scheint nach irgendeiner Kiste zu suchen. Wellenbrecher, 8 Bestienspeere, Zusammenführung, Morsekodex gebeten, in Grubenheim und das mit dem Schmied. Warum die Aufgabe nicht als erfüllt aussieht. Okay. Ach genau, da war ja noch was mit dem Gerät, mit dem wir es im Schmied können, direkt. Das wäre eine super Sache, auch wenn wir eigentlich schnell durch das Gebiet kommen. Genau, das war ja mit... Und mit Reed, das war das mit der Kiste. Ich weiß nicht, mit welcher. Oh, my box. Ich werde mal im Wald gucken. Uns führen jetzt ziemlich viele Wege in, beziehungsweise einmal die Mission von der Schmiedin, einmal unsere Hauptmission und einmal die Mission mit dem Mädchen. Die Missionen führen uns alle im Moment nach zu dem Wald. Und da ist Kürbis nochmal. Thank you so much for helping me before. You're welcome, Corbin. Just be a little smarter next time, alright? It's too dangerous out there for a kid like you. And don't worry about Gianni. I'll sort him out. Oder habe ich mich gekümmert? Yeah, like the laundry. Yes, Fidget. Like the laundry. Genau. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Klar. Well, I... You're so strong, I'll bet you'd have no problem getting a 1,000 hit combo. Oh. Of course he wouldn't. He could genau. Sleep combo. Fidget, calm down. Whoa. Do you really think you could do it? A 1,000 hit combo? Sure, why not? Oh, wow, awesome. Hey, when you hit for the 1,000th time, you should say, this one's for Corbin. Yeah, no, I'm not doing that. But I'll try to get the combo just for you. Okay. Combo breaker. Thank you so much for bringing Corbin back. I'll make sure he doesn't run off again. Well, don't be too rough on him, Colleen. He's been through a lot. Take care now. Und es war auch nicht wirklich seine Schuld. So, gut, dann haben wir eine neue Aufgabe von Corbin bekommen. Eine 1000-Schläge-Kombo erreichen. Bin mal gespannt, ob wir das irgendwie schaffen können. Ach ja, wie viele Bestienspeere haben wir nun? Immer noch 6 Stück. Gut, dann geht es jetzt für uns zum Wald von Abadis. Hier sehen wir uns jetzt mal um. Hier gibt es einiges zu tun. Einige Flugviecher, die sollten kein Problem darstellen. Wald von Abadis. Erstmal speichern. So. Alles klar. Hier wird erstmal ein bisschen gekämpft. Und vor allem Geld gesammelt. Das ist auch ganz wichtig für uns. Ich meine, wir ernähren uns praktisch davon. Geld ist unser Leben.
Naja, jedenfalls hier im Spiel. Wumm. Alles klar. So. Ach so, das ist eine Plattform im Hintergrund. Alles klar. Ich weiß noch nicht genau, was die blauen Areale bedeuten, aber ich kann mir vor... Ja, Speisern. Speisern bedeuten die. Bedeuten die. Und die grünen? Die grünen sagen nichts genau aus. So. Ich denke mal, hier werden wir schnell zu neuem Reichtum kommen. Und hoffentlich zu dem einen oder anderen weiteren Level. So. Wäre nur gut für uns. Ja. Du. Vieh. Bevor wir weitergehen, will ich mich noch mal kurz... Ah. Ich nehme mir das geheimnisvolle Wald... Wandhuhn. So, wir haben ein paar neue Pläne erhalten. Ich denke, ich werde auch die Sachen, die ich bekomme, herstellen. Jedes Mal. Weil, die kann man ja immer noch dann verkaufen. Die Pläne nicht, aber die fertigen Gegenstände kann man verkaufen. Ich muss... So, ich darf mir nicht in den Rücken fallen. Ich muss bereit sein zum Angriff. So, wo wir gerade auch schon bei RPGs sind. Weil man sieht es ja eindeutig, dass das in Elysian Tailand ist. Und zwar ein sehr tolles, wie ich finde. Ich spiele gerade auch wieder das erste, das klassische Final Fantasy. Und ihr glaubt nicht, wie... Naja, ich sag mal... Das erste Final Fantasy hat definitiv seine Schwächen. Also wie das Ur-Final Fantasy. Und das hat seine Schwächen, die es heute nicht mehr so angenehm machen wie damals. So. Sieht auch so gut aus mit dem Geld. Ah, eine Truhe. Aber wir können sie nicht aufmachen. Was bedeutet das Goldene noch gleich? Ne? Laden. Hier gibt es einen Laden. Das ist gut. Einen Laden kann ich gebrauchen. So. Neue Gegner-Armada. Die aber schnell beseitigt ist. Dann kletter ich hier hoch. Es ist schon irgendwie... Schön scheiße, wenn... Überall... Kisten sind und ich sie nicht aufmachen kann, weil ich praktisch keine Kraftsalbe, weil ich keine Schlüssel dabei habe. So. Na, davon können wir definitiv ein paar verkaufen. So. Dann verkaufe ich... Wir müssen ein bisschen immer aufheben für die Herstellung. Your transaction is... So. Ich werde die Herstellung nutzen, um vielleicht ein bisschen extra Geld zu machen. So. Nochmal wegen Final Fantasy. Die Schwächen sind zum Beispiel einfach das Kampfsystem. Das muss ich schon leider sagen. Ich sehe, weil das Kampfsystem von Final Fantasy 1 ist ein bisschen zäh, würde ich sagen. Will haben! Mir geht ganz schön was ab! Und zwar ganz schön. So. Was, das erstmal? Nein. Da sind noch weitere Monster, die verklopft werden wollen. So. Jetzt ist aber erstmal Ruhe. Für eine Weile zumindest. Hoffe ich doch. Bam.
bevor ich mit denen was mache, werde ich mich erstmal ein bisschen umsehen. Und gucken, wo es die denn nutzen könnte. Hier irgendwo? Ja. Hier unten vielleicht irgendwo? Die Wände. Da ist schon wieder so eine. So ein Bereich, den wir nur durch einen engen. So einen kleinen Tunnel erreichen. Ich hoffe, wir kriegen bald eine Möglichkeit, diese Tunnel zu erkunden. Oh oh. Aber wir sind ja mittlerweile, was die hier betrifft, geprüft. Und ist kein Problem mehr für uns. Wie man sieht. Alles klar. Sehr schön, das hat gut funktioniert. Und hier geht's lang. Keine Sorge, wir werden uns die ganzen weiteren Sätze und Geheimbereiche. Die ganzen Sätze noch holen und die Geheimbereiche erkunden. Ja, haben wir. Afraid of the dark? Haha. I laugh at the dark. Actually, I'm afraid of heights. Ah. Wait, heights? How is that possible? You fly all the time. Genau. Everywhere. Oh, do I? I must have forgotten. Just like you must have forgotten that I can still fall at any time. Never looked at it that way. You're an interesting one, Fidget. Das darf man nicht vergessen. Auch was fliegt, kann runterfallen. Oder besser, auf die Schnauze. Ja, springt nicht mehr so rum. Ich bin ja gleich da für euch. So. Uah. Da kam ich ein wenig überraschend. So. Okay. Aber alles kein Problem. Wir haben auch jetzt wieder endlich ordentlich viel Geld. Uah. Ja! Dieses ganze Gemetzel macht schön Spaß. Aber wie ich sehe, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Ja, die Aufnahmezeit ist rum und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dust, an Elysian Tale. Dann werden wir den Wald von... ich habe den Namen vergessen. Den Wald da halt, diesen komischen Wald... noch weiter erforschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.